Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 152. Leider hat die Folge 150 nicht so funktioniert oder die 151 nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber gut. So, wie versprochen sind wir auch wieder in Nahegrand. Und gleich mal ein paar Quests ab, aber erstmal Post verschicken. Habe ich auch ein bisschen hergestellt. Aber kann leider noch, ich bin jetzt bei 30, bin leider, brauche noch 5 Punkte, bis wir schwere Rüstung herstellen können. Die Boros. Das ist die falsche. Aber wie gesagt, noch 5 Punkte, dann können wir die für uns herstellen. Und die können wir eh erst mit 66, glaube ich, tragen. Ja, das können wir weg. So. Und wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte, ich habe ein bisschen geplant, kann sein, dass wenn wir 70 sind, je nachdem wie lange das noch dauert, dass wir dann direkt weiter leveln können auf 80, weil ich hatte schon mal uns quasi, oder habe mich schon mal quasi bei dem Partner-Server hier angemeldet mit WoTLK. So, dann geben wir erstmal die Quest ab. Achso, nee, brauchen wir nicht unbedingt. Wird es das Ding werden, weil das gibt am meisten Gold. Was haben tja, was ist das doch das? Es gibt mir auch am meisten Gold. Das ist ganz oft. Ja, leider gab es damals nicht so immer so tolle Sachen, so Questbelohnungen. Manchmal gab es wirklich coole Sachen, aber manchmal konnte sie echt in der Tonne rauchen. In der Pfeife. Irgendwann mal 10 abgeben, gehen wir mal 500 drauf. Nein, aber nicht mit 10. Ja, das macht ordentlich was. Ah, sehen wir, das ist auch Strunks. Konnten auch eine abgeben, meine ich. Oder. Achso, die haben wir schon abgegeben. Okay. Gehen wir mal unsere neuen Sachen verkaufen, die wir gerade bekommen haben, die eigentlich nichts für uns sind. Wie sieht denn der Hut aus? Naja. Hat ein bisschen was von. Ah, ich habe gar keinen Hut einblenden, vergiss das. Also hier auf dem Bildschirm sieht das auch ein bisschen wie das angereißert. Ja, schön. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Alter Freund. Was ist das denn, mein alter Freund, wieder vermisst? Finster Blut getötet, okay. Gehen erstmal gucken. Sieht immer noch die Wildrockjagd aus für uns.
Müssen wir nicht killen. Bin mal gespannt, ob wir die Elite wieder schaffen hier. Von Piu Piu. Komisch aus, wenn der nicht richtig guckt, ne? Trotzdem trifft. Aha, level up. So. Ich habe vergessen, was ich killen wollte. Ach, nehmen wir das. Gut aus, ne? In der Luft gefangen. Ich weiß gar nicht, ob die zähmbar sind, die Dinger. Zähmbar. Nein, wir wollen uns keinen neuen Freund zähmen. Momentan sind wir glücklich mit dem, was wir haben. So, muss gerade mal gucken. Bester Freund, ich glaube, wir haben das geschafft. Hyperreflexe wollten wir nicht. Vermeidung wollten wir auch nicht. Wir wollten immer noch was machen. Arkanwiderstand. Die Widerstände können wir machen. Feuerwiderstand, Frostwiderstand, Zur Shadow. So, Kupferreflexe, Klaue, was war das denn? Wow. Ich weiß nicht, obwohl, das ist umsonst. Diese Fähigkeit ist von Begleitern nicht verfügbar. Okay. Guck mal an, das will er nicht. Das ist halt hoch. Reduziert den von Begleiter durch Effekten. Den von eurem Begleiter durch Effekte. Was für was? Reduziert was? Effekte, die auf einen Bereich wirken, erhöhten Schaden um zusätzlich 50%. Die Frage ist ja, wenn wir das lernen, hält er dann die Akku? Man weiß es nicht. Das weiß man nicht. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Eher erstmal hier die ganzen Dinger killen. Sieht immer aus, als würde die Wölfe einen Hüftschaden haben. Und heute ist, ihr seht das Video zwar später, aber heute ist der erste Advent. Dann wünsche ich euch quasi, wenn ihr seht, alles Gute nachträglich zum ersten Advent. Ich finde immer so besondere Feiertage, wo man
Doof will ich nicht sagen, aber man fühlt sich dann immer so verpflichtet zu irgendwas. Das finde ich furchtbar. Wie Essen mit der Familie oder so. Oder besuchen. Ich weiß damals, dass ich noch meine Mutter gewohnt habe oder zu Hause gewohnt habe. Da sind wir dann immer um die Weihnachtszeit jeden Advent zu anderen Bekannten oder Verwandten gefahren. Ich fand das immer furchtbar. Da sieht man ein ganzes Jahr nicht, außer dann an den 4 Tagen oder 5 Tagen. Da haben wir dann überall Advent gefeiert. Und dann, als das dann alles vorbei war, hat man sich dann wieder ein Jahr nicht gesehen. Also das haben wir Advent gefeiert, dann 24. Weihnachten zu Hause. Dann 25. 26. die Weihnachtstage war dann auch bei irgendwelchen Verwandten. Oh Mann. Wie habt ihr das gemacht? Oder wie macht ihr das mittlerweile? Kennt ihr das auch? Könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Oh, sehr schön. Ich glaube 4, ne? Brauchen wir zum Abgeben. Knotenhautleder fetzen. Toll. Muss Knotenhautleder rauskommen. Wir brauchen Knotenhautleder. Stimmt, die waren so böse, die Vögelchen hier. Den blöden Dot. Nicht sterben, mein Freund. Wir warten erstmal kurz. Okay, der ist ausgelaufen. Können wir den noch mal einen umschmeißen? Schwuppdiwupp. So. Das ist sehr gut. Und bei dem anderen Teil habe ich schon mal probiert. Die Gruppensuche funktioniert auch einwandfrei. Aber da hat zwar manchmal was länger, aber das ist ja egal. Es funktioniert, das ist die Hauptsache. Was denn? Irgendwas gedrückt. Wenn ich noch nicht weiß, was ich kann. Nein, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Kaum Mana. Na, vielleicht weil ich die ganze Zeit auch im Heilen bin. Genau, ja, klar.
Vermesser von nur noch 3 Stück, ein Glück. Den nehmen wir aber auch mit. Dann gibt es wieder was Leder. Ja. Ich hol grad mal den. Sehr schön. Ich habe mir jetzt auch meinen anderen Charakter wieder essen geschickt, damit ich uns mal wieder was Leckeres kochen kann. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge uns wieder als Let's Play WoW. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und teilt das Video. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.